Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Vocabulary. In this video, you will be learning the names and articles of some devices which are used at home. All you have to do is listen to me and repeat. So let's begin. Geräte zu Hause. We'll first do a few devices which help you with the household work. These are known as das Haushaltsgerät, die Haushaltsgeräte. Noch einmal, das Haushaltsgerät, die Haushaltsgeräte. And here's the first one, der Kühlschrank, die Kühlschränke. Noch einmal, der Kühlschrank, die Kühlschränke. Der Herd, die Herde. Noch einmal, der Herd, die Herde. Der Staubsauger. Die Staubsauger. Noch einmal, der Staubsauger. Die Staubsauger. Die Mikrowelle. Die Mikrowellen. Noch einmal, die Mikrowelle. Die Mikrowellen. Der Backofen. Die Backöfen. Noch einmal, der Backofen. Die Backöfen. In the German language, it's a very common practice to bring two words together to form one word. For example here, das Backen plus der Ofen is der Backofen. This concept of combining words is known as Komposita. This we'll be doing in a separate chapter. Let's move on to the next one. Die Waschmaschine. Die Waschmaschinen. Noch einmal, die Waschmaschine, die Waschmaschinen. Here also you can see the concept of Komposita. Das Waschen plus die Maschine is die Waschmaschine. Der Trockner, die Trockner. Noch einmal, der Trockner, die Trockner. Der Geschirrspüler, die Geschirrspüler. Noch einmal, der Geschirrspüler, die Geschirrspüler. Der Toaster, die Toaster. Noch einmal, der Toaster, die Toaster. The plural form and the singular form are the same. This is because in most cases when the noun is ending with er, it does not change in the plural form, except for the article. You can watch our video on plural forms if you want to revise or learn how to build the plural of a word. Der Wasserkocher. Die
Wasserkocher. Noch einmal, der Wasserkocher. Die Wasserkocher. Moving on to the next one. Die Abzugshaube. Die Abzugshauben. Noch einmal, die Abzugshaube. Die Abzugshauben. Der Standmixer. Die Standmixer. Noch einmal, der Standmixer. Die Standmixer. Das Bügeleisen. Die Bügeleisen. Noch einmal, das Bügeleisen. Die Bügeleisen. Der Entsafter. Die Entsafter. Noch einmal, der Entsafter. Die Entsafter. Die Nähmaschine. Die Nähmaschinen. Noch einmal, die Nähmaschine. Die Nähmaschinen. In this case also, das Nähen plus die Maschine ist die Nähmaschine. Andere Geräte. Now let's do the names of some other devices. Der Fernseher. Die Fernseher. Noch einmal, der Fernseher. Die Fernseher. Die Stereoanlage. Die Stereoanlagen. Noch einmal, die Stereoanlage. Die Stereoanlagen. Das Radio. Die Radios. Noch einmal, das Radio. Die Radios. Moving on to the next one. Der Wasserspender. Die Wasserspender. Noch einmal, der Wasserspender. Die Wasserspender. Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschinen. Noch einmal, die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschinen. Der Haarschneider. Die Haarschneider. Noch einmal, der Haarschneider. Die Haarschneider. Der Laptop. Die Laptops. Noch einmal, der Laptop. Die Laptops. Das Handy. Die Handys. Noch einmal, das Handy. Die Handys.
Das Faxgerät. Die Faxgeräte. Noch einmal, das Faxgerät. Die Faxgeräte. Der Drucker. Die Drucker. Noch einmal, der Drucker. Die Drucker. Der Ventilator. Die Ventilatoren. Noch einmal, der Ventilator. Die Ventilatoren. Der Haartrockner. Die Haartrockner. Noch einmal, der Haartrockner. Die Haartrockner. And the last one is die Kamera. Die Kameras. Noch einmal, die Kamera. Die Kameras. Well done. Danke. Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!